Sie sehen den Ich rede Videopodcast von und mit Isabel Garcia. www.ichrede.de. Denn gut reden kann jeder. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden neben sich sitzen, eine Freundin, mit der Sie jedes Jahr gemeinsam in Urlaub fahren, oder einen Freund, ne? Je nachdem. Und jetzt besprechen Sie sich gerade und überlegen, in welches Land Sie wohl im nächsten Jahr fliegen oder fahren. Und Sie sagen, oh, ich würde gern die Schweiz. So, und die Freundin sagt sofort, während Sie das Z von Schweiz noch nicht richtig ausgesprochen haben, nö. Was werden Sie ihr sofort unterstellen? Zimmer, überleg doch erst einmal. Kannst du nicht gleich Nein sagen, hast du gar nicht nachgedacht. Milka-Kühe, Seen, grüne Wiesen, hübsch, niedlicher Akzent, Schweiz eben. So, wir unterstellen sofort jemanden, wenn er ganz schnell antwortet, dass die Person nicht nachgedacht hat. Was machen wir beim beruflichen Kontext, wenn ein Kunde uns eine Frage stellt oder wenn unser Chef uns eine Frage stellt? Wir antworten sofort Gewehr bei Fuß. Der wird uns aber auch unterstellen, dass wir nicht darüber nachgedacht haben. Und ein Kunde unterstellt uns sogar, dass er eine Schema-F-Antwort bekommt, die wir mal eben so aus dem Hut zaubern, die überhaupt nicht auf ihn zugeschnitten ist. Nun ist sein Problem wahrscheinlich auch gar nicht besonders, aber der Kunde bildet sich ein, dass das Problem besonders ist. Und deswegen ist es schlau, nicht Gewehr bei Fuß zu antworten. Wenn Sie also eine Frage bekommen und Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl geben möchten, dass Sie darüber nachdenken, zählen Sie innerlich bis 3 und sagen Sie dann, nö, Schweiz habe ich keine Lust. Dann kann ich zwar noch nachfragen und nachhaken, aber es ist klar, okay, die Person hat darüber nachgedacht. Im beruflichen Kontext kann es zum Beispiel sein, dass Sie dann erst kurz bis 3 zählen und dann sagen, okay, in dem Fall schlage ich Ihnen Lösung A, Lösung B, Lösung C vor, wobei ich halt mehr zu B tendiere, weil bla 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 bla. Und dann wird der Kunde denken, wow, Sie, er, was auch immer, hat darüber nachgedacht und das ist jetzt auf meine individuelle Frage, auf mein individuelles Problem ist das eine individuelle Antwort. Und warum jetzt nicht Schweiz? Gut reden kann jeder. Das war der Ich rede Video Podcast von und mit Isabel Garcia. www.ichrede.de